Guten Tag bei Crash Team Racing. Und wir wollen diesmal versuchen, das Goldrelikt zu schnappen, da wir eben im letzten Part schon das Saphir-Relikt geholt haben. Ja, yeah, sagt er. Das weiß er noch. Und ja, es lief ja gar nicht so verkehrt. Ich weiß jetzt nicht, was brauchen wir für Gold. 1,2 brauchen wir für Gold, sehe ich gerade. Heie Witzka. Das ist eine Hausnummer. Okay. Okay. 1,2. Das ist, ja. Ist ordentlich. Zeit. Da muss ich 8 Sekunden und ein bisschen schneller werden. Eben hatten wir 17 Sekunden in der ersten Runde. Jetzt sind wir bei 15. Okay, das ist ein bisschen besser. Doch, die wollte ich eigentlich haben. Habt ihr euch jetzt gar nicht gedacht, ne? Na egal. So. Das ist aber. Okay. Wir wollen mal gucken. Also zu verzweifeln ist es definitiv noch zu früh. Und ich glaube auch, dass diese noch eine der humansten Zeitkisten-Challenges hier ist. Ja. Das sieht ganz gut aus. Immer schön alle Turbos mitnehmen. Können wir die auch noch mit? Nee, die wollen wir nicht genommen. Die Zeit tickt immer noch da oben. Geil. Ah, die linke wäre natürlich besser gewesen. Das waren 3 Kisten. Okay. Die eine, okay, können wir vielleicht darauf verzichten. Ich will ja keinen Rekord hier machen. Das muss ja gar nicht sein. Hauptsache, wir haben irgendwie Gold. Und natürlich ist es natürlich besser, wenn wir... Ah, warst du da gar nicht gespuckt? Scheiße, das habe ich die 3 Sekunden nicht mitbekommen. Das ist natürlich ärgerlich. Sonst hätten wir es vielleicht hingekriegt. Wir haben natürlich noch einige Kisten hier. Aber das wird jetzt trotzdem knapp. Ja, also wenn man ordentlich einsammelt, dann sagt auch immer ein Spruch dazu. Das sind zu viele Kisten, die ich habe liegen lassen. Denke ich mal. Vielleicht nehmen wir die noch mit. Das könnte vielleicht noch... Vielleicht reicht's. Das reicht. Oder? Jo. Gold. Ja, so kann's weitergehen. Hammer. Wir haben Gold. Jetzt müssen wir nur gucken, dass Uka seinen Satz sagt. Sonst kann ich jetzt ordentlich schneiden. Weil ihr sollt jetzt nicht nochmal immer sehen, wenn ich die PlayStation neu starte. Das habe ich jetzt einmal noch wieder drin gelassen. Weiß auch gar nicht warum. Hatte Bock drauf. Aber jetzt schneide ich es wieder raus, versprochen. So, jetzt kommen wir zur Karte. Wir haben ein Goldrelikt. Sehr schön. Wenn wir jetzt noch immer wüssten, wo genau er die Goldrelikte geholt hat, weil er sich das merken würde, wäre schön. Na gut. Wir müssen jetzt irgendwie Papus Welt komplett schaffen. Das wäre ganz gut. Dann weiß ich, dass ich überall Gold habe. So, bitte, Uka, sag deinen Satz. Nee, ne? Super. Du hast ein Relikt verdient. Er kam noch. Er kam noch, der Satz. Das heißt, wir können jetzt eigentlich können wir da jetzt weiter. Aber das ist mir gerade zu gefährlich. Ich hole mir erstmal einen Speicherpunkt. Fahr dafür wieder genau in die falsche Richtung, aber ist egal. Das war auf jeden Fall schon mal erfolgreich. So kann das gerne weitergehen. Da ist der Bildschirm. Der Eicher-Bildschirm. Und speichern ab. Da steht jetzt eine 69. War das richtig? Was? 2%? Bringt jedes Relikt 2%? Scheint so. Dann haben wir jetzt aber theoretisch 71. Ja, wir müssen nur 2% dazu denken, ne? Ihr wisst, wegen, weil, ist so. Nein, weil, wir... Was mach ich denn hier? Weil wir ja zweimal... noch einen Pokal haben, der nicht gezählt hat. So, was ist hier? Das nächste Relikt steht an in Coco Park. Da könnt... Also eigentlich können die da ja nicht so fies versteckt sein, sage ich jetzt mal so vage. Die ganzen Zeitkisten, weil das ist ja eine relativ kreisrunde Bahn. Da passiert ja nicht viel. Mal gucken, wie viele Kisten es da gibt. Ich sehe schon welche auf jeden Fall. Und es gibt... 40 Kisten. Na gut. Na, mal gucken. Da ist schon mal eine. Oh, ich habe links eine gesehen, die war ein bisschen mies, ja. Den noch mit. Die wollte ich eigentlich mitnehmen. Hat das so nicht funktioniert. Okay.
Ja. Gut. Ich muss ja erstmal gucken, wo die alle stehen hier. Ne, das ist ja alles nicht so einfach. So, haben wir da noch eine Kiste. Ja. Oh. Oh, 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 oh. Wo stehen die denn alle hier? Die mal mit. Ah, viele, viele Einerkisten, ne? Und nicht so viele Dreier und so. Da links war jetzt eben eine, ja, ich weiß. Okay, die mit. Da ist noch was. Da links war noch eine im Gras. Habt ihr das gesehen? Ja, ganz, ganz links, meine ich. Na gut. Gucken mal. Die nehmen wir mit. Da ist auch noch was. Die hätte ich gern. Kann man vielleicht verstehen. Die nehmen wir mit. Oh, der hat wieder so viel fliegen gelassen. Ja, liegen gelassen. Das sieht zeitlich gar nicht... Ah, verdammt. Gar nicht so schlecht aus, wollte ich sagen. Die könnte man doch alle drei mitnehmen, oder? Ja. Wieso habe ich die bisher liegen lassen? Die waren doch ganz simpel. Da ist... Mann, die sind aber auch blöde versteckt hier. Ja gut, versteckt nicht. Positioniert, so. Ja. So wird das nichts. Ich krieg gar nichts mehr. Ja, für Saphir reicht's vielleicht, aber das ist ja nicht unser Ziel, ne? Naja, Saphir ist es, komm. Immerhin haben wir ein Relikt. So, das machen wir natürlich nochmal. Wahrscheinlich ist die Goldzeit richtig, richtig Hammer. Ich tippe mal auf 1,3 oder so. Würde ich jetzt so spontan vermuten. Mal gucken, was Gold ist nochmal. Und, was müssen wir schaffen? Bin gespannt. 1,12! Das sollte ja eigentlich zu schaffen sein, oder? Leute? Ich denke schon. Das 1,12? Ich habe doch eben schon 1,15 gehabt. Und ich habe nicht so wirklich gut die Kisten eingesammelt. Also von daher denke ich, machen wir das jetzt mal eben. Wahrscheinlich ist die Musik überhaupt nicht auf meiner Tonspur. Achso, ah. Okay. Ja, jetzt verstehe ich. Hätte ich alle vier mitnehmen können, ja. Oh, den haben wir. Den haben wir. Und dann nehmen wir den noch mit. Sieht gut aus. So, jetzt schnappen wir uns die mittlere Reihe hier. Den. Nehmen wir uns die drei hier mal. Ja, sehr gut gemacht, Alex. Ich nehme immer die ganzen Einerkisten grundsätzlich mit. So. Da rechts wäre noch eine Dreier. Die heben wir uns gleich für den Schluss auf. Natürlich wieder die Einer mitnehmen, klar. Okay. Okay, da war jetzt doch keine. Ich nehme so viel mit, das ist Wahnsinn. War ich denn jetzt so schlecht? Guckt euch mal die Zeit an. War ich wohl. Okay, die mit. Ja. Ist nicht so prall, was ich hier mache. Ich merke das durchaus. Da freut er sich. Obwohl, geht fast noch. Kann man was mitnehmen hier? Oh, schade. Hätte fast geklappt. Na komm, das machen wir jetzt. Wir sind aber auch insgesamt ziemlich lahm auf dieser Bahn unterwegs, finde ich. Also, das Kart an sich ist sehr, sehr langsam. Ja gut, es gibt keine Äpfel und nix, ne? Gut, gut, gut. Wir kriegen das schon gebacken und... Da siehst du, mit Turbo-Start ist natürlich schon mal was Gutes. So, das ist schon mal gut für dich. Den haben wir. Den nehmen wir mit. Und jetzt versuchen wir es nochmal die an diesen drei hier. So, die haben wir alle. Sehr gut. Den hätten wir vielleicht mitnehmen sollen, aber egal. So, jetzt nehmen wir noch den hier.
Zusammen mit dem vielleicht. Das haben wir gut gemacht, ja. Alex. Und jetzt nehmen wir uns. Ja. Immer wieder die ganzen Einerkisten, ne? Aha, da war auch noch was. Ich hab gesehen. Die nehmen wir mit. Den natürlich. Okay, 24 Sekunden ist, glaube ich, annehmbar. Da ist noch was. Da links war immer noch eine Kiste, ja. Jetzt nehmen wir die mit. Okay, was vergessen. Da ist die einer hier. Aha, da war noch ein Zweier hinterher. Die sind. Ja, lieber hätte ich die andere mitgenommen. Na egal. Jetzt können wir die noch mitnehmen. Gehen wir hin. Hm. Die. Die. Die noch. Okay. Ne, so prall sieht es nicht aus. Aber ich gebe nicht auf. Wir fahren einfach weiter, weil das Zeug hält. Ich möchte den jetzt gewinnen. Dann nehmen wir uns den hier. Ja, sehr gut. Das hat sich jetzt erledigt. Aber es war ein Versuch wert, irgendwie. Den nehmen wir mit. Zack. Ah, wieder nicht mitgenommen. Da ist ja noch welche in der Luft hier. Das hätte sich ja fast gelohnt, ne? Oh, geil! Haha, noch geschafft! Ja, war dann doch nicht so schwer, wie ich dachte. Also ich sag mal, diese beiden Kisten da zum Schluss, die haben es irgendwie ein bisschen rausgerissen. Die waren da ganz gut platziert. Habe ich mehr oder weniger durch Zufall nochmal eben schnell entdeckt. Na gut, dann wollen wir mal sehen, ob Uka uns wohlgesonnen ist. Gibt Uka uns den Edelstein, wollte ich erst sagen. Nein, das Relikt. Oder darf ich die PlayStation erneut laden? Ich wäre lieber für Ersteres. Irgendwie macht mein Computer hier gerade ganz komische Zeichen. Ich weiß nicht warum. So. Na? Uka. Super. Du hast ein Relikt verdient. Ist ein netter Kerl, ne? Ist ein netter Kerl. So, wenn wir mal hier gucken, dass wir irgendwie noch das Relikt holen. Den Speicherpunkt finden. Das muss ich leider machen. Normalerweise ist es ja nicht meine Art, nach jedem Pipifax alles abzuspeichern, aber in diesem Spiel muss ich es tun. Halt wegen der ganzen Uka-Bugs. So, speichern. Ich weiß wohl, dass ich in der ersten Welt noch ein Reliktrennen nicht gemacht habe. Falls jetzt manche denken, Mensch, du musst doch die erste Welt erstmal fertig machen. Ja, ich weiß. Das ist dieses eine, was ich anfangs nicht geschafft hatte. Das lasse ich auch erstmal bewusst aus, weil ich weiß, dass das sau schwierig ist. Weil ich habe das Let's Play hier früher mal, das ist früher, vor einem Jahr. Ja, vor einem Jahr habe ich das, glaube ich, bei Zug zu immer durchgeguckt. Und da hat er wahnsinnig lange an diesem einen Level gehangen. Ich hab bisschen ein paar Bammel davor, weil er da echt Stunden gebraucht hat. Und wir gehen jetzt in den Dingo Canyon und versuchen hier auch noch Gold zu holen. Ja, also deswegen machen wir jetzt erstmal hier die ganzen Relikte in dieser Welt. Wenn wir die alle auf Gold haben, dann nehmen wir uns natürlich, keine Ahnung, die Eiswelt zum Beispiel. Je nachdem, was dann kommt. Und das Reliktrennen da aus der ersten Welt, das vierte Rennen war das, glaube ich, das holen wir dann ganz zum Schluss oder so. Mal gucken. Weil ich da absolut keinen Bock drauf habe. Da werde ich so lange dran sitzen, das weiß ich jetzt schon. Dingo Canyon. 38 Kisten, das geht doch. 1,25 ist nicht viel. Ist nicht viel, ja. Okay, den mit. Den mit. Ich sehe gerade sehr wenig. Okay. Gezählt. Die noch. Bis jetzt sind die recht nett platziert. So ausdrücken. Oh, die eine ist aber ganz mies da in der Ecke. Die ist auch nicht gerade schön. Selten. Das war klar, dass da in der Ecke wieder eine steht. Okay, die mit. Oh Gott, die ist ja ganz toll. Das ist die gleiche Stelle wie der eine Buchstabe, ne? Ja. Und wir sehen, dass die Striche wieder zurückgekommen sind. Und also diese komischen Aufnahmefehler da.
Naja. Das Spiel macht's, glaube ich, nicht mehr lang. Was macht Dingo da? Wie so ein Gummiball dütscht er hier von Wand zu Wand. Ich weiß ja nicht, ob das alles so gewollt ist. Ja, gut, hat sich gelohnt, dass ich da so einen Bogen gefahren bin. So, den noch mit. Den nehmen wir nachher auf der anderen Seite mit. Habe ich gerade beschlossen. Den noch. Jetzt versuchen wir es nochmal. Okay. Ja, Fisch mitgenommen, aber immerhin die Kiste gekriegt. Toll. So.